Moin Moin, meine Freunde, nachdem Boom Beach Frontlands jetzt 5 Tage lang nur von vorregistrierten Spielern gespielt werden konnte, geht nun ab heute die kanadische Beta an den Start. Das bedeutet, dass Boom Beach Frontlands jetzt offiziell sowohl im Play Store als auch im App Store in Kanada erhältlich ist. Das ist für uns natürlich gar kein Problem. Ich zeige euch nämlich heute, wie ihr euch mit einem ganz kleinen Trick trotzdem Boom Beach Frontlands holen könnt und das mit eurer ganz normalen Standard Main Apple ID, mit der ihr auch im deutschen Store unterwegs seid. Außerdem ist es auch möglich für euch mit deutschen Zahlungsmethoden Gems zu kaufen. Also mit PayPal, Kreditkarte, deutschen iTunes-Karten, ohne euch irgendwelche ausländischen iTunes-Karten zu besorgen, was ich jetzt sehr oft bei irgendwelchen YouTubern gesehen habe, was aber absoluter Käse ist und ich nicht verstehe, warum die einem das immer erzählen. Bevor wir aber nun anfangen, nochmal ein kleiner Hinweis an unsere Android-Freunde. Ich habe gar keine Ahnung davon, ich habe bisher immer nur ein iPhone besessen und da ich lieber zocke, anstatt mich damit noch zu beschäftigen, verlinke ich euch einfach mal ein Download-Tutorial von meinem Kollegen Vinel unten in die Infobox und wir gehen jetzt rein ins Apple-Tutorial. Wie ihr seht, befinden wir uns hier ganz normal im deutschen App Store. Hier ist alles auf Deutsch, hier sieht so aus, wie es wahrscheinlich bei euch auf dem Telefon auch aussieht. Bevor wir jetzt anfangen, den Store zu wechseln, ein kleiner Hinweis. Es funktioniert nur, wenn ihr keine Abonnements auf eurem Account abgeschlossen habt und ganz wichtig, wenn ihr kein Guthaben auf euren Account habt. Ihr könnt nicht den App Store wechseln, wenn ihr noch ein paar Cent iTunes-Guthaben habt. Das müsst ihr vorher loswerden. Das geht aber auch relativ einfach. Dazu müsstet ihr eine Kreditkarte hinterlegen und dann einfach irgendwas kaufen, was teurer ist als euer Restguthaben. Dann wird euer Restguthaben immer zuerst abgezogen. Der Rest geht dann von der Kreditkarte ab. Falls ihr noch mehr Guthaben habt und es jetzt nicht einfach rausschleudern wollt, dann müsstet ihr euch doch eine neue Apple-ID erstellen, die aber dann auch im deutschen Store registriert ist und nicht schon in Kanada. Also nachdem ihr euch vergewissert habt, dass ihr weder Guthaben noch Abonnements habt, geht ihr hier oben rechts auf dieses Männchen, auf eurem Profil quasi. Hier kommt ihr nun in ein kleines Account-Menü. Dort klickt ihr jetzt auf euren Namen. Bei mir ist es iPsychoStream. Jetzt müsst ihr euer Passwort eingeben. Und jetzt sind wir in den Account-Einstellungen. Und dort klicken wir dann auf Land und Region. Auf Land und Region ändern. Hier steht es auch nochmal, dass alle Abos mit einer automatischen Verlängerung gekündigt werden. Und dort suchen wir jetzt Kanada raus. Hier. Akzeptiert die AGBs. So, nun müsst ihr eure Zahlungsmethode angeben. Da klickt ihr natürlich auf None, da ihr ja vermutlich kein kanadisches Konto besitzt. Jetzt denkt ihr euch hier irgendwas aus, tippt irgendwas ein. Hier einfach eine Nummer. City, völlig egal. Hier wird es jetzt wichtig, Provinz gebt ihr British Columbia ein und als Postleitzahl, das ist nämlich ein bisschen anders als in Deutschland, gebt ihr ein V0E Leerzeichen 1C0. Jetzt noch eine ausgedachte siebenstellige Telefonnummer und auf Weiter. Nun seid ihr im kanadischen App Store und könnt auf Fertig klicken. Jetzt wechselt das kurz. Ihr seht, jetzt ist auch alles auf Englisch, nichts ist mehr auf Deutsch. Ihr seid jetzt komplett im kanadischen App Store, als wärt ihr in Kanada. Jetzt gebt ihr bei der Suche ganz normal, wie wenn ihr euch in Deutschland was runterladet, einfach Boom Beach Frontlands ein. Ich kann es jetzt gerade noch nicht machen, weil ich das Video einen Tag vorher aufnehme. Und dann findet ihr das Game auch schon. Ich hab's ja sowieso schon. Um euch nun Gems zu kaufen oder andere In-App-Käufe zu tätigen, wie zum Beispiel den Battle Pass, müsst ihr, nachdem ihr das Game gedownloadet habt, die ganzen Schritte nochmal von vorne machen und alles wieder auf Deutsch umstellen und bei der Zahlungsmethode dann ganz einfach euer PayPal oder eure Kreditkarte angeben. Wahlweise natürlich dann auch wieder deutsche iTunes-Karten. Ist alles kein Problem, ihr müsst dann einfach wieder auf Deutsch wechseln, ist gar kein Thema. Wie ihr seht, ist es gar nicht so einfach. Die ganzen Schritte funktionieren allerdings nur, wenn ihr meinen Channel abonniert und mir helft, die 1000 Abonnenten zu knacken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.